Bisher liefen die Geschäfte gut bei Lactuana Russell. Ihre Firma berät in Washington Unternehmen und viele Ministerien. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung macht ihr große Sorgen. Einige unserer Angestellten können dann nicht vor Ort arbeiten und auch keine Rechnungen einreichen. Diese Mitarbeiter würden an diesen Tagen nichts verdienen. Das betrifft die Hälfte meiner 20 Angestellten. Dass sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Regierungshaushalt einigen können, macht sie wütend. Das ist schon sehr frustrierend, wenn man ein Unternehmen aufbaut und erfolgreich sein will, dass die Menschen, die dich eigentlich unterstützen sollten, dir Steine in den Weg legen. Die Interessen der Unternehmer vertritt in Washington Grant Lahman. Und es sind Tausende, die unter dem Streit im Kongress leiden. Sie können sich das wirtschaftlich gar nicht leisten. Wenn die Regierung zahlungsunfähig wird, trifft das die Besitzer kleiner Unternehmen am härtesten, denn sie haben kaum Rücklagen. Ihre Gewinnmargen sind auch geringer. Jetzt liegt es also an den Republikanern und Demokraten im Kongress, sich in letzter Minute zu einigen. Schaffen sie es nicht, werden besonders kleinere Unternehmen darunter leiden.